man verbringt sehr viel Zeit im Badezimmer. Man startet den Tag dort, ja, macht sich fertig für die Arbeit. Und am Abend kommt man nach Hause und sucht dort, sage ich mal, einen Rückzugsort, um sich zu entspannen. Und dadurch wird das Badezimmer nicht, sage ich mal, jetzt mehr das Badezimmer, was man von früher kennt, sondern es wird eher als Wellnessort oder Wellnessoase gesehen. Grund genug für News.at, sich bei einem der führenden Bäder-Spezialisten Österreichs Tipps und Tricks zum Thema Badezimmer einzuholen. Was aktuell in keiner Wellness-Oase für zu Hause fehlen sollte? Es geht natürlich immer mehr in die Richtung, ein bisschen mehr Farbe zu wagen. Das heißt, nicht eher so neutral zu bleiben, sondern sich ein bisschen was zu trauen. Die Trends gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen. Ja? Wenn wir zum Beispiel sprechen von Duschverglasungen, wo es spezielle Beschichtungen gibt, ja? Die mir einfach die Reinigung einfacher machen, bis hin zu den neuen spülrandlosen WCs, wo ich auch einfach die Möglichkeit oder den Vorteil, besser gesagt, habe, dass mir kein Schmutz und keine Bakterien haften bleiben. Und wenn wir jetzt sagen, im Bereich Fliesen, geht es einfach immer mehr in die Richtung großformatige Fliesen. Das heißt, wir sind nicht mehr bei diesen Kacheln von 20x25 oder 20x20, sondern es geht einfach mehr in die Richtung 80x80, 60x60. Vorteil ist einfach, ich habe weniger Fugen, wo sich der Schmutz festsammeln kann, und ich habe mehr vom Fliesenbild zur Verfügung. Ein absoluter Dauerbrenner. Whirlpool gehört zu einer Wellness-Oase dazu. Ja. Man muss natürlich auch darauf achten, dass man dementsprechend Platz braucht. Ja. Gerade in Neubauten, wo der Platz gegeben ist, ist das momentan ein großes Thema. Und wie kommt man nun zu seinem Traumbad? Wichtig ist einmal, eben mit dem Plan zu uns zu kommen. Ja. Unsere Fachberater schauen sich das dementsprechend dann an, welche Möglichkeiten wir haben. Wir gehen gemeinsam mit dem Kunden durch den Schauraum, um ihm im Prinzip einen Überblick über unser Sortiment zu geben und dementsprechend die Produkte dann auch vorauszuwählen. Und wir bieten auch die Möglichkeit, wenn die Produkte dann ausgewählt sind, ja, eine 3D-Planung. Das heißt, der Kunde sieht dann wirklich fotorealistisch dargestellt, wie am Ende das Badezimmer dann ausschaut. Und danach habe ich, sage ich mal, noch zwei, drei Folgetermine, wo wir das Ganze dann eben auch in der Planung besprechen. Und danach, nach Bestellung, muss ich rechnen, sage ich mal, um die 8 Wochen. Das sind unsere längsten Lieferzeiten für Möbel zum Beispiel. Dann kann ich wirklich anfangen, das Badezimmer zu genießen. Auch wer viele eigene Ideen mitbringt, sollte bei Planung und Durchführung den Experten vertrauen. Wir besprechen das Ganze dann auch mit unserer Partnerfirma, die dann dementsprechend, wenn es gewünscht ist, den Umbau durchführt. Und ich habe dann natürlich irrsinnig viele Möglichkeiten. Ja, das heißt, ich bin jetzt nicht an gewisse Positionen von Wasseranschlüssen oder so gebunden. Dadurch, dass wir geschultes Personal haben und wirklich kompetente Fachberater haben, die da schon sehr lange Erfahrung haben, können wir auf spezielle Sachen mehr eingehen und haben dann natürlich mehr Erfahrung und können den Kunden dementsprechend das bieten, damit er zu seinem Traumbad kommt. Individuelle Planung, ein tolles Design und intelligente Materialien sind das A und O beim Thema Bad. Ist das auch für die kleine Brieftasche realisierbar? Wir haben zum Beispiel mit unserem Traumbad eine super Möglichkeit, auch für die kleine Brieftasche sag ich mal, ein Bad zu zaubern, von dem man schon lange träumt. Und da ist es natürlich auch so, dass wir individuell das Ganze anpassen können. Das heißt, wir sind nicht gebunden an gewisse Maße, sondern können da wirklich auch individuell auf den Kunden eingehen. Damit steht dem Badevergnügen nichts mehr im Wege.